Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Of Life and Land. Ich bin schon sehr neugierig, wie es heute weitergeht, denn wir haben ja so die ersten Basic-Gebäude haben wir ja aufgebaut. Ich sehe auch immer wieder, dass hier Schafe rumlaufen und so weiter oder ein Schwein hier oder ein Schaf irgendwie das Zeug klaut von den Beeten. Jetzt weiß ich natürlich noch nicht, wie ich die besänftigen kann oder fangen kann oder was weiß ich, das wird aber noch kommen. So, wir hatten das letzte Mal hier irgendwie eine 1 hier stehen, jetzt bin ich mal gespannt. Ankunft bei, was, bei Anbruch der Morgendämmerung erreichst du mit deiner kleinen Expedition ein atemberaubendes Hügelgebiet. Du spürst tief in dir drin, dies ist der Ort, an dem ihr eine neue Siedlung aufbauen werdet. Nun wird es Zeit, das Versprechen eines guten Lebens in die Tat umzusetzen. Wer weiß, vielleicht bist du ja dabei, eine der wichtigsten Siedlungen des Reiches zu gründen. Okay, ja. Haben wir gelesen dann dadurch, ne? Aufgabe. Schutz vor Kälte und Witterung. Ah, Feuerholz und grobe Tücher. Das sind jetzt die zwei Sachen, die wir ja machen müssen, ne? So, grobe Tücher, die werden dann hier wahrscheinlich hergestellt. Nähe grobe Tücher. Maximal 3. Kann ich die hochstellen auch? Nähe grobe Tücher. Nähe grobe Tücher. Ach so. Wolle von Schafen in einem Stall gewinnen. Tücher her. Okay. Also das heißt, irgendwann werden wir dann auch einen Stall bauen können oder was weiß ich. Jetzt ist erst einmal hier angesagt, dass auch Feuerholz hergestellt wird. Ne? Sägebretter. Ich würde sagen, dass ich das Feuerholz mal lieber nach oben schieb. Das sollte vielleicht ein wenig Prio haben, dass die Leute nicht frieren, wenn die Jahreszeit endet. Weil wir sind ja jetzt im Frühling, Sommer, Herbst, Winter, ne? Ist klar. Kann ich die denn wegscheuchen? Schaf entspannt sich. Okay. Bedürfnisse. Okay, ich möchte umsorgt werden. Ich würde gerne was Nachwuchs haben, ist in Ordnung. Sucht dann den Bock. Effekte laufen. Moment, Effekte. Okay, also wirklich interessant. Sehr, sehr, geht sehr in die Tiefe. Was ist jetzt hier mit dem Fragezeichen? 0 von 2 Zutaten verfügbar. Hole Brot. Da brauche ich wahrscheinlich dann auch erst einmal die Bäckerei, ne? So, aber warum habe ich jetzt kein Feuerholz? Weil ich habe doch normalerweise Feuerholz hier am Herstellen. 2 Feuerholz. Das sollte eigentlich so die Prio sein. Aber wahrscheinlich muss ja da erst einmal. Ah ja, jetzt. Und grobe Tücher. Habe ich hier überhaupt einen Arbeitnehmer? Personal? Da geht es nämlich schon los. Ne? Jetzt habe ich ja nur 10 Leute und irgendwie sind sie jetzt alle beschäftigt. Was haben wir denn da? Ein Angelplatz? Ist da auch jemand? Der Dennis ist da. Gelagerte Güter, rohes Fleisch. Verbesserungen. Futtereffizienz plus 40% stellt sicher, dass das Futter nicht verschwendet wird. Verbesserung verfügbar. Jährliche Kosten 5 Äste. Ah, und das kann ich jetzt einstellen. Passives Füttern gibt mit der Zeit langsam Nahrung ab. Verbesserung verfügbar. Lagerkapazität plus 30. Nicht genug Platz, kein Problem. Verbesserung verfügbar. 4 rohes Holz jedes Jahr. Ja, das ist ja in Ordnung, oder? Sollte ich das vielleicht machen mit der Futtereffizienz? Ah. Okay. Da müssen jetzt natürlich die Äste hingebracht werden, ne? Und wie ist es mit den Häusern? Kann ich die jetzt auch verbessern? Hier. Bonus Schlaf plus 5. Führt zu einem erholsameren Schlaf. Verbesserung verfügbar. 5 rohes Holz. Extra Komfort plus 10. Erhöht den Komfort mit einigen Anpassungen. Und hier plus 1 Haustierplatz. Teile dein Zuhause mit einem Haustier. Entschuldigung. Okay. Wir könnten das natürlich machen, ne? Extra Komfort. Wenn ich da nur eine Verbesserung machen kann, ich schätze mal, dass das irgendwann auch mehr sein wird, würde ich sagen, dass wir einen erholsamen Schlaf mal einstellen. Müssen wir mal gucken. So, Feuerholz
läuft. Du bist wahrscheinlich auch am Sammeln, oder? Ernte Getreide. Nee, machen wir mal das eins runter, bitte. Sammle Wurzeln und Knospen, sammle Gras. Das lassen wir dann nochmal so, wie es ist. Ich denke ja mal, dass die Sachen hier so nachwachsen werden. Blätter, Ast, Rinde, Wurzeln, Früchte. Da ist Gras, Gras, Getreide, Gemüse. So. Und baut ihr jetzt schön hier an. Rinde, Wurzeln. Entschuldigung. Zuletzt produziert Früchte und Gras. Okay, so wie es ausschaut, machen die das von ganz alleine. Da, was macht denn er hier? Jan, bis Dezember. Zeugungsfähigkeit. Mensch, Ausdauer, Laufen, Rennen, Bedürfnisse. Übersicht. Ah, der arbeitet in der Sammlerhütte. Okay. Da muss man erst mal dahinter kommen, ne? Alles. Was haben wir denn hier? Ich brauche wenigstens ein paar Tücher, um dem kalten und heißen Klima standzuhalten. Wahrscheinlich müssen wir sogar noch mehr von den Dingern machen. Ich weiß bloß nicht, wo mein Lager ist, weil ich habe hier irgendwie recht viel Wasser. Das Zeug liegt noch hier rum. Verbesserung nicht verfügbar. Gelieferte Güter. Schauen wir mal. Was, können wir irgendwas Neues schon machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Vor allem wie? Ist dann noch die nächste Frage. Was haben wir denn hier? Jagdhütte, einfacher Stall, Ziehbrunnen, Töpferei. Da kommen dann die offene Molkerei. Hier, das wird wahrscheinlich das Interessanteste sein. Kleine Gemeindezentrum, das will ich. Nur einmal pro Karte erforderlich. 580. Hauptgebäude deiner Fraktion in diesem Gebiet. Ein Ort, um über Politik zu sprechen, über zukünftige Entwicklungen und Entscheidungen, komplexe Projekte zu planen und relevante Daten zu sammeln. Baukosten. Okay, aber das habe ich noch nicht, ne? Da ist jetzt nur die Frage, wie kann ich das jetzt upgraden? Irgendwo müsste das ja... Aktiviert die Möglichkeit Kamera, Hilfe und Tipps. Ich könnte natürlich bei Hilfe und Tipps nachgucken. Wir haben auf jeden Fall 4 Betten mehr. Also wir können auf jeden Fall irgendwelche Wandersleute könnten wir aufnehmen. Ohne Probleme. Da hinten ist Getreide, Weizen. Na gut, groben Tücher, die brauchen wir halt jetzt, ne? Können wir da irgendwas verbessern? Nee. Doch, hier können wir irgendwas verbessern. Lagerkapazität plus 2. Sammelgeschwindigkeit plus 3. Dies wird uns helfen, Material schnell aufzunehmen und abzulegen. Jährliche Kosten, ein grobes Tuch. Verarbeitungsschwindigkeit. Ein Bronzewerkzeug braucht man da allerdings dazu. Wie ist es bei den Sammlerhütten dann? Lagerkapazität plus 50. Sammelgeschwindigkeit, das da könnten wir vielleicht machen. Hier, Sammelgeschwindigkeit, dass das mal ein bisschen zackiger geht hier. 4 Verbesserungen können wir sogar machen. Ja, genau, und da war noch die dritte. Dann machen wir dann auch mal die Sammelgeschwindigkeit. Dann gucken wir mal, was wir noch bauen können. Also Angelplätze haben wir, oder besser gesagt, einen Angelplatz haben wir. Wir könnten vielleicht, naja, wir haben keine Leute, ne? Gartenbeet. Kann ich da irgendwas anderes noch machen? Weizenfeld vielleicht. Dass wir noch ein Weizenfeld anbauen hier. Hier bis zu dem 5 Stück, das sind dann 10 Felder. Warum nicht, oder? So, lassen wir mal schnell laufen. Feldhase klaut. Es regnet. Da haben wir ja auch irgendwelche Verbesserungen. Ah, Futtereffizienz. Das ist cool.
Okay, und welches Haus war das jetzt nochmal, welches ich da verbessert habe? Das hier. Der Bonusschlaf. Das können wir jetzt. Hier könnten wir vielleicht nochmal machen. Machen wir halt einfach mal hier Haustier. Hier machen wir jetzt einfach mal extra Komfort. Oh, das wächst. Das wächst sehr schnell. Gucken wir mal wegen dieser Mühle. Ich glaube, da war doch irgendwas mit Mühle oder sowas. Ich glaube mal eine Palme, Gras, Busch, Kaktus. So, das sind nur Zäune, Mauern, Lichter. Packstücke. Platziere Packstücke als Dekoration an der Seite einer Fläche. Okay, sicherlich wird sie jemand an ihren Bestimmungsort bringen. Oder... So, Strohhütten, Feuerstellen. Was haben wir hier noch? Sägeplatz. Handdrehmühle, genau. Die hier, würde ich sagen, bauen wir mal noch. Die Handdrehmühle, die machen wir jetzt daher. Machen wir hier die Prio nach oben. Sammelst du da oben eigentlich auch Stein hier? Grob gehauener Stein. Da sind noch drei Steine verfügbar. Wahrscheinlich muss ich mich dann, muss ich dann weiter. Was haben wir denn hier? 10 Steine. Ah, okay. Das ist ja hier alles mit drin, ne? Zoomen wir mal ein wenig weg. Ja, die sind alle mit drin. Das ist gut. Das heißt, da wird jetzt ja sowieso dann produziert. Aber ein zusätzlicher Fischer wäre theoretisch nicht schlecht, ne? Also noch sind sie alle happy, happy. Gebäude, Zählung, Lager. Da kommt schon was zusammen, auf jeden Fall. Aber ich sehe jetzt halt hier bei denen nicht, was sie arbeiten oder wie auch immer, ne? Alle Daten. Jetzt wenn ich mal durchzähle, wir haben 1, da haben wir gar keinen Arbeitnehmer drin, ne? Offen, offen. Okay, das heißt, da ist niemand drin. Hier haben wir Luca und Stefan, also zwei Leute. Hier haben wir einen Leut, also sind wir bei 3, 4, 5. Sechs, sieben, acht. Wir haben 8 Leute beschäftigt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und 10 haben wir allerdings. Jetzt geht es auf jeden Fall in den Sommer dann gleich rein. Ja, schönes Wetter. Machen wir mal schnell, dass hier wieder hell wird. Ich lasse es jetzt einmal auf zehnfache Geschwindigkeit. Ich denke mal, dass die Handmühle offen. Da sehe ich halt nicht, wo die belegt sind, ne? Ist das blöde. Machen wir halt einfach mal. Ne, ich kann das nicht. Lagerkapazität, okay. Man kann auf jeden Fall mehr Lager machen. Das wäre schon mal nicht schlecht. So, aber die groben Tücher brauchen wir noch. Ich brauche hier unbedingt ein Personal hier. Einstellen. Dennis. Los geht's. Habe ich dich jetzt eingestellt? Ach so, nee, ich muss auf Auswählen klicken, ne? Dennis hier, zack. Dennis, mach dich mal ran hier. Sammelgeschwindigkeit. Einmal grobes Tuch, 4 rohes Holz.
Nee, dann lassen wir das mal. Oder warte, wir machen zumindest das Lager, Lagerkapazität mal höher. Eine von drei Verbesserungen. Und die Sammelgeschwindigkeit, wenn wir dann ein grobes Tuch haben. So. Da ist es schon eingestellt. Da haben wir das Tier. Da haben wir das. Und machen wir da auch einmal. Das wird schon passen, weil wir haben ja recht viel Futtergras hier. Oh, 60 Getreide. Aber wo wird es gelagert? Das ist immer noch die Sache, die mich wundert. Getreidegras 60. Ausgewachsen. Deswegen müssen auch unbedingt jetzt die groben Tücher hier mal ran. Gras, wir haben 40 auf Lager. Grobe Tücher. Stichangriff in diesem Gebäude. Ah, okay. Schlagangriff, da gibt es auch noch mal. Das hat auch noch kampfmäßig was. Am besten lasse ich es gleich nochmal schnell laufen, weil das ist ja... Irgendwann muss die Siedlung ja auch einmal aufsteigen. Ah, jetzt. Hier, Handdrehmühle haben wir. Ein einfacher Backofen. So, wo bist du? Hier, einfacher Backofen. Hätte ich eigentlich gleich mal angeben können, ne? Den machen wir dann einfach hier in die Ecke. Gleich die Prio wieder nach oben hauen. Und dann haben wir Feuerstelle, haben wir ja. Menschen können mehrere Jobs haben. Ach so, können die? Aber gut, das Ding ist ja jetzt noch nicht einmal gebaut, ne? Drehen wir mal wieder hoch. Jawohl, jetzt. Eliane ist unterwegs, 5 Tage verbleiben. Was? Eliane? Baue deine Siedlung weiter aus, bis Eliane in 5 Tagen zurückkehrt. Wir haben 4 Dinge. Keine Ahnung, was das jetzt heißt. Bitte Wohlstand. Erreiche im Bevölkerungsfortschritt Stufe 2. Genau, und der Bevölkerungsfortschritt bekomme ich wie mit? Wo bekomme ich den Bevölkerungsdingsbums? Wahrscheinlich muss ich die alle ein bisschen verbessern hier. So, wir können ja nochmal 2 Häuser hinbauen. Nicht Sammlerhütte, sondern hier Gemeinschaft. Strauhütten. Machen wir eine dahin und machen wir eine dahin. Aber die haben irgendwie, ach so, feuerholzmäßig brauchen die noch. Die Sammlerhütte hat schon zu tun, oder? Aber wenn ich mir das so anschaue, was alles in der Ecke ist, dann ist das doch in Ordnung. So, da war doch noch irgendwas mit Büschen und so weiter. Hier, pflanzt einen neuen Busch. Gemäßigtes Klima, gute Quelle für Blätter und Beeren. So, machen wir das einfach mal. Obstbaum, da können wir ja auch mal vielleicht 2 herpflanzen oder so. Da vielleicht auch noch einen. Palme, Nadelbaum. Okay, Nadelbaum können wir ja da hinten welche hinpflanzen. Beim Holzsammler hier. Aber es wird wahrscheinlich auch eine Zeit lang dauern, bis die wachsen, ne? Weiß auch gar nicht, was man da braucht. Ach so. Ja gut, das haben wir ja, ne? Denke ich. Gras, Getreidekörner, rohes Fleisch, Blätter. Glückwunsch, Bob hat Stufe 2 erreicht. A Start. Also Erfolg.
So, wunderbar. Dann machen wir mal ganz kurz ein wenig langsamer. Dann können wir nämlich jetzt hier mal drüber gehen und das Gemeindezentrum bauen, oder? Die Abortgrube, eine Grube für den ganzen Dreck. Die Leute können ihren ganzen Dreck und den der Tiere hier entsorgen. Puh, das stinkt. Bauen wir die Grube lieber etwas abseits der Häuser. Begehrt für die Landwirtschaft. Okay, begehrt für die Landwirtschaft, würde ich sagen, weil wir sind ja hier ein ganzes Stück weit weg, ne? Machen wir sie dahin, so. Gemeindezentrum. Oh, das ist big, big, big. Biggity big. Aber das stört ja nicht. Die können wir doch hier mitten reinsetzen. Machen wir es hier noch um eins weg, hier hin. Dann können wir nämlich da nochmal einen Weg durchziehen. Bis daher. So, die Baustelle bitte priorisieren. Da braucht man 10 grobe Tücher. Haben wir überhaupt so viele grobe Tücher? Wo sehe ich denn das? Materialien. Grobe Stein, Holz, Stöcke, Bretter, Ausrüstung. Ausrüstung, oh hier. Grobe Tücher, okay. Feuerholz, Bretter, nee, hier. Könnte ich eigentlich auch ein zweites Ding noch bauen, ne? Weil das ist ja angewiesen an Gras. Jetzt lassen wir mal wieder schnell laufen. Gehen wir mal auf 20. Wohlstand, sieh zu, dass es den Bewohnern deiner Region gut geht und erreiche die nächste Stufe des Bevölkerungsfortschritts. Klicke, um das Ziel anzuzeigen. Okay. Das sagt mir jetzt was. Ich brauche wenigstens ein paar Tücher. Möchte nicht erfrieren oder verbrennen. Hat nicht überhitzt. Ich wärme mich auf. Ich kühle mich ab. Hat nicht erfriert. Status unerfüllt. Ah, okay. Jetzt ist hier irgendwas. Nicht überhitzt. So richtig steige ich nicht durch, was wir jetzt brauchen, aber das ist normal bei mir. Also wundert euch da nicht, wenn ich da nicht immer gleich durchsteige. Städtebausimulationen sind eben nicht so mein größtes Ding hier, ne? Ich lasse es jetzt halt mal rennen, bis hier das Gemeindezentrum hier fertig ist. Aber ich bin mir nicht sicher, weil wir haben irgendwie... Das Ding sollte doch bitte hier mal fertig gebaut werden. Gelieferte Güter gerade mal 4 Stück. Was ist denn hier mit unserem Stoffi? Ich mache mal die Dinger hier aus. Und dann machen wir einfach jetzt halt... Warte mal, wir haben doch Personal. Wir haben Dennis hier drin, ne? Machen wir nochmal so ein Ding. Einfacher Steinmetz, Forstplatz, Sammlerhütte. Wo warst denn du? Warst du nicht hier? Ne, hier warst du. Was ist denn eigentlich beim Backofen? Macht da eigentlich irgendwer was hier mal? Hier, mach mal. Achso, das ist jetzt auch Dennis. Dann ist der jetzt hier nicht mehr, ne? Doch, der macht das auch. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Und wer ist hier? Luca und Stefan. Da hinten beim Holz ist Mathilda. So, wer ist da unten? Personal, offen, offen. Da schmeißen wir jetzt mal die Petra mit rein, dass da sich auch was tut. So, jetzt macht mal hier hinne. Optionale Arbeitskräfte. Sunny, du klingst danach.
Du klingst nach, ich liefere dir was. Getreide ist nicht schlecht. Aber das müssen wir dann verarbeiten können auch, ne? Aktivität. Backe Brot. Ah, da braucht man Feuerholz und Mehl. Da geht es nämlich schon wieder los, ne? Weil dann kommt wieder eins zum anderen. Jetzt brauche ich im Grunde ja wieder jemanden, der Feuerholz ein bisschen mehr macht. Und ich brauche natürlich hier jemanden, der Getreide mahlt, ne? Vincent, mach du mal hier Getreide, bitte. Irgendwie habe ich das Gefühl, da geht nichts voran. Die Jahreszeiten, die gehen ins Land, aber es geht nichts voran. Okay, Jahr 1, wir haben Herbst. Und? Feldhase klaut von Forstplatz. Ich habe hier eben überhaupt keinen Hinweis oder so, wo ich jetzt weitermachen soll. Also mir fehlt irgendwie ein bisschen eine Anleitung, fehlt mir hier. Aber ich würde unbedingt gerne das hier bauen wollen. Das da ist mir jetzt gar nicht einmal so wichtig. Tiefe Priorität. Das hier auch, tiefe Priorität. Das da ist mir wichtig. Aber da fehlen eben die Stoffe, ne? Was haben wir da noch? Achso, na gut, da brauche ich das Bronzewerkzeug. Aber Dennis ist ja hier schon am Buckeln. Wir sollten tatsächlich nochmal so eine Stoffdingsbums hier machen. Sammle bitte einfach Stein- und Angelplatz. Schneidertisch. Ja, jetzt kommt noch eine Kuh mit dazu. Hallo Kuh. Es ist schon wieder Nacht. Bei dem Tages- und Nachtwechsel, da blicke ich auch nicht so ganz durch. Und ich habe ständig das Gefühl, es tut sich hier nichts. Weil ich nicht im Überblick habe, wo jetzt meine Leute eigentlich sind. Was ist jetzt eigentlich hier? Da, die können sie nicht machen, oder? Wo sind denn meine Leute überhaupt? Diesem Haus. Nee, jetzt geht sie raus. Du stehst am Feuer. Läuft rum und friert. Was haben wir hier? Petra liefert Ware, läuft. Ich möchte nicht erfrieren. Also die Stoffe, da braucht es wirklich. Ne, nicht das Ding. Da, das da. Einstellen. Gehen wir mal hier unten. Hier, Petra. Ermöglicht es den Menschen, eine freie Stelle automatisch zu besetzen. Wir brauchen unbedingt Stoffe, ne? Irgendwie komme ich da nicht dazu. Aufgabe anzeigen, Wohlstand. Sieh zu, dass es den Bewohnern deiner Region gut geht und erreiche die nächste Stufe. Was ist da? Errungenschaften. Ja, aber bringt mir das irgendwas mit der Errungenschaft? Nee, ne? Das sind halt einfach nur Errungenschaften.
Na gut. Dann werde ich beim nächsten Mal weitermachen. Also köpft mich nicht. Ich mache ja die insgesamt 4 oder 5 Parts. Die mache ich ja am Stück. Also selbst wenn ihr mir Tipps gebt, dann kommt es wahrscheinlich, wenn ich fertig bin schon mit den Aufnahmen. Ich bin sowieso immer so, dass ich gerne selbst hinter die Sachen komme, die hier zu machen sind. Ich hoffe mal, dass das jetzt halt hier endlich sich tut. Naja, gut, werden wir das nächste Mal sehen, wie es läuft. Alles klar, das soll es dann gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst, auch nicht von meinen anderen Let's Plays. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.